Wir sind auf dem Account von Tendo und 996. Okay. Ich habe. Das ist wieder so ein Account, schwierig. Ja, ist schwierig. Also, da sage ich jetzt von Anfang an schon mal, C1 ist sehr wahrscheinlich nicht drin. Maximal F3 vielleicht. Ich weiß nicht, was dein höchster Rang war. Monsterlastig. Ich weiß, dass sie gut ist, aber ich weiß nicht genau, was sie macht. Deswegen, wir spielen ein bisschen anders. Ich weiß aber selber ehrlich gesagt noch nicht, wie. Ja, weil die Monster sind. Die Monster, die Runen sind. Also, ich glaube, er hat nicht mal Wille-Runen. Beispielsweise. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Aber mal schauen. Ich weiß noch nicht, was du gespielt hast, muss ich sagen. Irgendwie kam ich da jetzt auch noch nicht so genau hinter. Ich habe Shivu auf Qual geruhnt. Einfach nur, um einen langsamen Shivu zu haben, der nerven kann. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, gut, dass der jetzt natürlich direkt Savannah pickt, ist vielleicht ein bisschen uncool. Er ist leider nur auf Zorn, aber er würde jetzt hier gerade relativ gut reinpassen. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Struggle. Sehr windlastig das sein Team vom Gegner. Was macht, ist die geruhnt? Okay, sie ist aber relativ langsam, aber sie ist geruhnt. Okay. Kann man sich ja mal anschauen. Habe ich auch noch nie mitgespielt. Oh, eine Kami. Ui, okay. Windlastig sieht sehr schlecht aus, ja. Windlastig sieht sehr schlecht aus. Die Kami. Wenn wir die Kami bannen, wie ist der denn geruhnt? Naja, hat auch keine Skill-Ups. Ich glaube, wir nehmen ihn hier. Ne, wir haben keinen Heal. Ah, schwierig. Warte mal, Mephisto. Und nehmen. Sollen wir die Kami rausnehmen? Ja, ich muss mehr oder weniger die Kami. Kami oder Vigor muss ich rausnehmen. Ich glaube, ich gehe mal auf Kami. Nehmen wir Laika raus, okay. Die Perna müsste ja mehr oder weniger free sein. Das Problem ist der Damage jetzt ein bisschen, ne? Der Damage ist ein bisschen problematisch. Wobei der auf Crit-Rate ist zumindest. Der ist sogar auf Crit-Damage, nicht aufgewertet. Ja, wie gesagt, ich zeige euch gleich einmal die Runen, dass ihr wieder den Unterschied so ein bisschen sieht, was ich meine. Ne? Seht ihr dann gleich. Aber okay, wir schauen einfach mal. Helena, okay. Oh, das könnte schmerzhaft sein. Na, ja, mehr oder weniger. Attack Debuff. Okay. Okay, ich weiß nicht, ich habe noch nie mit einer Helena gespielt. Ich weiß nicht genau, was die macht. Aber wir schauen uns einfach mal an. Okay. Sie ist wahrscheinlich nicht auf 100 Krate, stimmt? Sie ist nicht auf 100 Krate, oder? Lass mich nicht lügen, aber sie ist nicht auf 100 Krate, oder? Sie ist nicht auf 100 Krate, oder? Sie ist nicht auf 100 Krate. Oder? Kein Qual, doch, ein Qualstun. Ich wollte schon sagen, kein Qualstun. Zumindest ist der Damage von ihm nicht verkehrt, muss man schon sagen. Der ist nicht schlecht. Der ist gar nicht mal so bad. Gut. Warte, ich muss mal gucken. War die auf 100 Grad? War die auf 100 Grad? Wenn ja, warum ist da nichts passiert? Sie ist nicht auf 100 Griderado. Haben wir denn hier irgendeine. Ja, gut. Dann, ich zeige euch schon mal Beispiel Rune. Ja, die ist ganz cool. Aber ansonsten sieht es hier halt sehr mangelhaft aus wieder. Das ist wieder so ein Account, da kann ich halt tatsächlich nicht viel machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist ein Team zusammenstellen, wo du dich dann... Okay, die sind ganz cool, die Rune. Warum ist die nicht im Gebrauch, die Rune? Die ist doch eigentlich mega gut. Aber für wen? Ist die Frage, ne? Für wen? Für wen? Wer baut denn eine Wille? Was heißt ein Team bauen? Ein Team leicht zusammenstellen, worauf du dich so ein bisschen richten könntest. Aber ich kann jetzt natürlich keine Runen aus dem Ärmel zaubern. Ja? Wenn ich jetzt sage, wir spielen den und den, einfach weil Speedlead und Double Strip. Und der Rest ist eigentlich schon fast egal. Ja? Ich würde danach so ein bisschen darauf gehen, was der Gegner pickt. Eventuell ein bisschen mehr Support gehen, ein bisschen Damage gehen, ein bisschen Dots gehen, je nachdem, was der Gegner halt spielt. Wenn man diese zwei jetzt hat hier im Team, du hast einen Strip, du hast Attack by Reduce, ihn habe ich jetzt auf Qual gebaut, einfach nur, um gegebenenfalls einen Qual-Stun zu landen, um ein bisschen
Freiraum zu haben, in Anführungszeichen. Danach könntest du, ich glaube, in deiner Hinsicht ist es vielleicht sogar besser, eher auf Bruiser zu gehen, sprich eher sowas auf Molong, ein bisschen mit Molong aufzubauen. Vielleicht sogar nur ihn nehmen oder nur ihn nehmen, je nachdem, und dann mehr so Richtung Bruiser zu gehen. Das ist so eine Option, die man versuchen könnte zu machen. Ja, wartet mal, ich versuche mal kurz ein bisschen, was hattest du Bruiser-technisch denn noch? Also wir versuchen das Ganze jetzt mal einfach ein bisschen anders zu machen. Ja, ich habe die Monster jetzt mal ein bisschen minimiert, weil es viele Monster gebaut waren, die einfach, naja, random gebaut waren. Viele davon sind nicht wirklich gut, nicht wirklich brauchbar. Vielleicht hat er versucht, eine Art Cleave oder so zu bauen, aber dafür kann ich jetzt schon sagen, reichen deine Runen nicht. Versuch's gar nicht mit Cleaves. Ja, und guck einfach. Ich glaube, so der Bruiser-Stil würde dir ein bisschen besser stehen. Wobei das Problem ist, wie gesagt, ich weiß nicht, was sie macht. Ich schätze, sie ist, wie gesagt, gut, aber ich weiß nicht, was sie macht. Es tut mir leid. Ich kann nicht wirklich sagen, was sie macht. Okay. Leica könnte man ja rausnehmen. Das ist ja nicht das Problem. Wir sind zu wasserlastig. Jan? Ja, okay. Versuchen wir. Lass mal die Jan mal drin und versuchen. Wir haben ja eine Amelia, außer er bannt sie. Nein. Er bannt mir den HP-Lead. Okay. Und Strip hat er nicht. Kann halt sein, dass er faster ist, weil die, wie gesagt, die Runen sind nicht gut. Ja, das ist wirklich, das ist schon eher so Bronze-Niveau bis F1-Niveau. Ist schon gut, wie gesagt, ja. Das ist halt das Ding. Okay, vielleicht kriegen wir einen Pushback hin. Auf die Chloe. Nö. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Machen wir so. Ist die Wille oben, wird man dich loben. So. Und ja gut, wir haben gerade nur ihn zum Angreifen. Das Problem ist die Wille. Der Strip ist gone. Wir könnten mit den Shiho noch ein bisschen Damage fahren. Wobei, eigentlich hätte ich zuerst gerne den Garni weg, aber die protected der, also der protected den Garni gerade sehr hart. Ist gerade ein bisschen belastend. Das nächste ist der Shiho. Mega, mega, mega slow. Aber okay, der proxy die Wille weg. Das ist gut für mich. Das ist tatsächlich wiederum halbwegs gut für mich. Ich gehe... Ja, ja, okay, wartet mal. Okay. Nice. Stun. Ja, sehr schön. Genau den richtigen Stunt, den ich gestunt haben wollte. Wobei der Garni, so lange, bis die Amelia down ist, sowieso nichts machen kann. Ja, der macht halt nichts. Vielleicht bin ich unbedingt zuerst auf Chloe zu gehen, um halt mit den. Mit dem Zeug besser durchzukommen. Aber okay. Dann machen wir halt erstmal so. Mhm. Die Wille oben wird man dich loben, ne? Hm, ja, gut. Um ein bisschen Damage zu fahren. Sie hat keine Skill-Ups, das sehe ich jetzt schon. Ein bisschen belastend. Ich würde sie aber gerne in der Wille-Form lassen, weil durch seine Jan, die Stars, ist es ein bisschen sehr hart anfällig sonst. Darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, auch wenn Kaki eventuell sterben sollte. Ist mir das vielleicht ein bisschen sonst zu unsafe sonst, muss ich persönlich sagen. Sie kann wieder heilen, falls sie es macht. Macht sie. Okay. Der wird aber den nicht down kriegen. Amelia move nochmal vorher. Sie hat aber den Clans immer noch nicht ready, ne? Mm-mm. Hat den Clans halt immer noch, leider immer noch nicht ready. Außer ich würde jetzt YOLO gehen, sie zurückmoven und hoffen, dass das was wird. Aber ich, da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das was, ob das gut geht. Durch die Jun halt allein. Könnte es ein bisschen kritisch werden. Aber egal, okay, wir schauen einfach mal. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Lucky Proc oder so. Jo, kriegen wir nochmal gestunt vielleicht. Okay, sehr schön. Das ist gut. Der Vigor, hat er den dritten ready? Nein, der hat den, aber okay, er Proc, jetzt könnte er ihn ready haben.
Und, nee, okay. Hat aber gereicht, um Kaki rauszunuken. Okay. Mhm. Provoke das Pferd. Ja, die mangelnden Skill-Ups sind hier auch wieder sehr belastend, aber das ist in der RTA generell der Fall. Man geht in der Regel mit keinem Monster, außer das Monster braucht sie nicht. Der hat die immer noch nicht Radiant Strip. Ja. Okay, das Stun war wiederum gut. Proc war auch gut. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Okay, das verstehe ich schon eher. Das ist auch der richtige Play gewesen. Na, das verstehe ich jetzt schon eher. Mhm. Ja, ist schwierig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das jetzt zu verlieren, liegt unter anderem mehr daran, fehlenden Skill-Ups. Ja, also wir haben so viele Züge verschlampt, sage ich mal in Anführungszeichen, weil wir einfach nichts machen konnten, weil die Skill-Ups einfach gefehlt haben. Die Skill-Ups haben einfach gefehlt und dadurch konnte man einfach nichts machen. Und jetzt muss ich mir einmal angucken. Welches Monster hat denn von hier von den Skill-Ups? Er ist Max Skills, das ist gut. Er hat 0 Skill-Ups, das ist schlecht. Er hat 0 Skill-Ups, nicht gut. Er hat so Semi-Skill-Ups, das ist fein. Er hat auch Semi-Skill-Ups, das weiß ich. Shivu hat Skill-Ups. Vielleicht eher mit Shivu spielen als mit ihm tatsächlich, wegen den Skill-Ups halt. Und der Rest, also es sind wieder so viele Monster dabei, die einfach keine Skill-Ups haben. Wusa hat Skill-Ups, aber Wusa habe ich ja in Drohnen. Ja, Wusa ist halt. Ja. Schneller brauchen wir nicht sein. Das Problem ist bei Bruisers. Bei Bruiser musst du nicht schnell sein, das ist ein Vorteil, aber du brauchst die Wille. Ja, genau gegen sowas. Ja, genau wegen sowas brauchst du halt zum Beispiel dann die Wille. Und das ist auch nicht der Fall, nicht vorhanden. Ja, deswegen kann ich auch nicht wirklich Bruiser spielen. Ich kann aber auch nicht wirklich schnell spielen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Das ist das Problem. Hier das Richtige zu finden ist. Ja, versuchen wir schneller zu sein. Mit wem wollen wir denn schneller sein? Das ist das Ding. Mit was wollen wir hier schneller sein? Wir können nicht schneller sein. Das ist das Ding. Wir müssen hoffen, dass wir das irgendwie wegtanken. Wisst ihr, was ich meine? Ah, hier ist runenlastig das große Problem. Du könntest Bruiser spielen. Das Problem bei dir ist nur, dass du sehr, sehr wenige Windmonster hast. Das ist so das Hauptproblem. Das andere ist. Es ist weder schnelle Runen da, noch sind gute Vio-Runen da, noch sind Wille-Runen da. Das ist so ein großes Problem, dass einfach mehr oder weniger fast alles fehlt, um gegen Teams anzukommen. Also bei dir ist es so, du solltest dich auf RTA gar nicht fokussieren. Das ist Punkt 1. Ja, Punkt 1 ist, du solltest dich hier gar nicht drauf fokussieren, weil es einfach nichts zu fokussieren gibt, weil einfach nichts da ist in der Form. Ja, das ist, meine ich, wie gesagt, auch nicht böse. Es ist einfach nur eine Sache, die sollte man bedenken. Ja, das ist halt einfach so eine Sache, man kann hier nichts machen. Das ist das Ding. Ja, ich könnte jetzt theoretisch gesehen wieder aufhören und sagen, bringt nichts. Und das ist auch der Fall, es bringt nichts. Ja. Weil, wie gesagt, einfach nicht die Runenqualität da ist. Die Monster sind nicht geskillt. Tower wird hundertprozentig auch nicht Max sein. Aber das ist noch eine Sache. Damit könnte man noch eventuell hier versuchen, ein bisschen klarzukommen. Ja, ohne Tower. Irgendwie ein bisschen klarzukommen. Ja, das ist aber so auch das Einzige. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es mit... Es ist, wie gesagt, nicht böse gemeint, aber ich glaube, dass es einer der noch... etwas schlechteren Accounts, die hier gerade, die ich hatte bis jetzt. Das ist, wie gesagt, nicht böse gemeint, ja. Aber man muss ja auch irgendwie wissen, dass man einfach noch nicht bereit dafür ist. Und das ist hier halt der Fall. Du bist auf jeden Fall noch nicht bereit dafür, in der Weltarena was zu machen. Das kann ich dir halt jetzt schon sagen. Und das ist, wie gesagt, nicht böse gemeint. Das ist mehr so als guter Tipp gemeint, weil es... Vielleicht weiß man es nicht oder sonst was. Ja, deswegen sage ich es ja. Weil es einfach keinen großen Sinn macht, hier groß was zu machen. So. Ja, ist, wie gesagt, nicht böse gemeint oder so. Ist einfach nur ein gut gemeinter Rat.
von meiner Seite aus. Ja, ist einfach nur ein gut gemeinter Rat von meiner Seite aus, dass du dich eher auf andere Sachen fokussieren solltest und nicht auf die RTA fokussieren solltest. Das ist halt Fakt. Ja? Mhm. Ich weiß gar nicht, ist die Wille ready? Nee, ne? Ah ja, die Wille kommt ja automatisch, genau. So. Ja. Mehr kann ich jetzt halt auch nicht dazu sagen. Ist wie gesagt nicht böse gemeint, es ist mehr als guter Rat gemeint. Aber passieren tut da halt auch nicht viel. Ja, das ist halt das Ding. Ich glaube, ich werde das Video... Also, das Problem ist halt, klar, ich kann hier ein bisschen spielen, dies, das, aber das würde halt... keinen Sinn machen. Macht keinen Sinn. Das ist... Also, warte mal. Ich muss mir mal eben dein Profil angucken. Fangen wir damit erstmal an. Also F3 abzuschließen war schon gut. 800 Spieltage ist ja an sich auch fein. Ist ja schön und gut, dass man so lange spielt, aber das ist... Nee. Da kann ich halt auch nichts machen. Selbst wenn ich die Runen jetzt geringer machen würde, wirklich auf ein Team mich fokussieren würde, wüsste ich nicht was. Ja, weil es an sich, es ist halt nicht da für Bruisers, weil die Willow-Runen nicht da sind. Es ist nicht für schnelles Team. Es ist auch nicht mal so für so ein Mit-Ding da. Ja, nicht mal wirklich dafür ist es da. Ja, das ist... Ja, ist schwer. Es liegt, wie gesagt, nicht mal groß an die Monster, finde ich persönlich. Bis auf, dass sehr wenig Windmonster irgendwie da sind. Mit Jamir könnte man vielleicht noch ein bisschen rumplayen. Selbst jetzt irgendwie... eine Art Cleave oder sowas zu bauen, ist nicht wirklich machbar. Es ist schwer. Also ich bin selber, ich wüsste nicht, was ich spielen sollte hier. Weil monsterlastig würde ich eher Richtung Bruiser gehen, runenlastig weder noch. Ne? Das ist das Problem. Weder noch. Keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich hart selbst eher... Der trifft aber auch nichts, oder? Das sind auch wieder die Skill-Ups teilweise, ne? Darf man auch nicht vergessen. Sind halt auch teilweise eher die Skill-Ups. Ich gehe erstmal auf den Stun. Oh, schön. Schöner Stun. Schöner Stun. Boah, der lebt noch. Aber, naja, ne, ist wie gesagt nicht böse gemeint oder so, aber es ist halt für mich auch nicht leicht, da was anzufertigen. Ich meine, immer Konter vor, da hätte ich eventuell mehr, hätte ich mehr Zeit gehabt, ja, also ich plane immer so grob eine Stunde ein, ohne Runen zu ruhen, also so für das Spielen an sich, plane ich immer so eine Stunde ein. Grobe eine Stunde. Und da hätte ich mehr Zeit ins Runen investieren müssen. Bei Bompfe war das, glaube ich. Und da der Account würde es C1 schaffen. Man müsste es nur ein bisschen mehr feintunen, ein bisschen mehr Gedanken machen, was man wie am besten doch eventuell anders spielt. Eventuell sowas halt, ja. Da muss man halt einfach gucken. Ja, also da sage ich ja. Da hätte man ein bisschen mehr Zeit investieren müssen und das hätte sehr gut geklappt. Hier ist es so... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ich weiß, ich glaube, das ist das Problem, es gibt nichts zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so das Ding. Ich gehe einfach mal full Wasser rein. Auf geht's, Mann. Okay, er geht ja auch nicht mal gegen. Er geht ja nicht mal der Ring, aber ja. Was nehmen wir denn da raus? Nehmen wir Pörner raus? Oder nehmen wir den raus? Nehmen wir dann ein Lied raus. Der hat zwei Lieder. Ist egal. Drei Lieder sogar. Ich glaube, ich nehme die Kami raus, falls... Ja, macht er nicht mal. Okay, dann nehmen wir Psama raus. Okay. Wir gehen eher Bruiser-mäßig rein. Er hat kein Speed-Lied. Wir haben... Naja, wir sind selber sehr langsam. Das Problem ist nur... Wie langsam ist er? Waren mehr Accounts vorhanden, wo die mehr Potenzial geboten haben, so. Kein Pushback. Der trifft aber auch kein Pushback. Gar nichts, ne? Krass. Naja. Naja, okay. Dab, 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 dab.
Oh, überall den Heal-Block getroffen. Krass. Krasser Dude. Stun auf die Pörner. Okay. Und selbst, merke ich jetzt gerade, selbst hier unten, der ist einfach ein Autospiel. Okay. Was will der hier unten outhauen? Jetzt mal ganz ehrlich. Was erwartet der sich hier unten? Schriftrollen. Ah, die Schriftrollen. Ja, okay, die Schriftrollen, ja. Ja, okay, die Schriftrollen. Ja, man kann ja Schriftrollen farmen inzwischen. Ich sag ja, das Contours hat es einfach noch angenehmer gemacht. Hat es einfach für die meisten noch angenehmer gemacht. Noch angenehmer für die ganzen Autoplayer. Aber naja. Dup, 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 dup. Sehr schön. Leider kein Proko. Loco. Brauchen wir nicht. Machen wir so. Ja, können wir mal healen. Einfach um sicher zu gehen. Wer weiß, wie Bastet Solot noch oder so. Wer weiß. Kann passieren. Eher unwahrscheinlich. Aber wer weiß. Stun. Sehr schön. Deathbreak. Nö. Wahrscheinlich keine Skill-Ups vorhanden. Vermute ich jetzt einfach mal. Ist egal. Auch egal. Und Tschüssikowski. Okay. Ja, also ist mehr gerade so ein bisschen Larifari. Also ich würde dir halt eher raten, ich glaube, das Einfachste, was du machen kannst, was auch leichter zu ruhen ist, ist tatsächlich eher auf Bruiser zu gehen. Da müsstest du mehr oder weniger hauptsächlich Willow-Runen farmen und ein bisschen Vio-Runen am besten Falle. Also tankige Vio-Runen, muss nicht hart auf Speed achten. Klar, sollten sie auch Speed haben, aber sie müssen nicht mega viel Speed haben. Das ist so der Vorteil am Bruiser-Team. Das Einzige, was ich dir dann noch eventuell raten würde, ist gucken Windmonster. Irgendwas Windlastiges muss es doch geben in der Richtung. Wobei, okay, kommen wir mit seinem Jäger an, alles klar. Warum nicht? Why not? Why not Jäger? Der Jäger. Ich glaube, ich spiele sie mal. Ich weiß nicht, was sie macht, aber ich würde gerne wissen, was sie macht. Ich verstehe dies. Wir sind wieder full Wasser. Alles klar, okay, gut, Mann. Das ist wieder das Klischee-Ding hier, ja? Na, Bomben müssen wir nicht ballen. Molly, ja, Molly eher. Er band den, das ist fein, okay. Oh, ist klar, ey. Da kommt mit Jäger und Lydia um die Ecke. Wetten, hat das einer, der seinen Account die ganze Zeit resettet hat? Ich habe irgendwie so die Vermutung, dass das einer ist, der um Jäger oder irgendein LD-Net 5, irgendwas, um sich die ganze Zeit zu resetten. Ich glaube, der hat nicht mal ein Lied. Doch, ein Light hier. Den hat der. Der hat kein Lied, ne? Doch, Arena-Lied. Genauigkeit. Okay, geil. Okay. Wollte schon sagen. Aber der lässt es auslaufen. Also, das ist so traurig, dass es selbst hier unten der Fall ist. Also, so weit unten der Fall ist. Also, wie gesagt, das Einzige, was sie sich hier unten holen können, sind Schriftrollen. Geil. Gönn dir, Mann. Gönn dir Schriftrollen. Gehen wir mal auf einen schönen Sleep. Okay, die Dings hat's getroffen. Das ist gut. Wir müssen ein bisschen auf den Jäger aufpassen. Das Problem ist, dass wir ihn nicht... Ich hätte vielleicht... Wäre vielleicht schlauer gewesen. Ich versuche nochmal einen Stun vorher hinzulegen irgendwie. Leider nicht. Den Jäger hätten wir jetzt eventuell gut rausnehmen können. Wisst ihr, was ich meine? Clancy die das jetzt auch? Nee. Hä? Warum soll die gut sein? Okay, ich komme noch nicht so, verstehe noch nicht so genau, warum die gut sein soll. Ich weiß, dass sie gut sein soll, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, warum. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe dieses Monster halt nicht. Deswegen ist es für mich gerade mehr so ein Test, dass ich sie gerne mal testen würde. Wollte. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, warum sie gut ist. Warum? Was genau ist da jetzt anders? Was genau ist da jetzt passiert, was sie hätte gut machen können? Oh. Ah. Der kann nicht gestunt werden, aber das Problem, nimmt er den jetzt raus? Nee, oder? Ja, okay. Lydia, sei lieb, sei lieb. Ah.
Ah, und die Move nochmal vorher. Ah, oh Gott, okay. Wie gesagt, ich belasse es jetzt hierbei. Wie gesagt, ich kann hier nichts machen. Es tut mir leid, aber das ist, glaube ich... Ich glaube, das sieht man, oder? Also ich glaube, das sieht man. Das ist das Problem. Ich glaube, ich werde auch, wie schon im Kommentar gesagt, ich werde die Voraussetzung anders machen. Ich werde zur nächsten Season, werde ich mir die Accounts genauer angucken. Das Problem ist, ja, ich möchte helfen, zumindest C1 zu kommen, aber ich kann nicht helfen, wenn die Runen nicht da sind. Ja, die Monster sind mir kackegal. Ja, können nur 5 Monster sein. Okay, aber wenn Runen da sind, kann ich mehr damit machen, als wenn keine Runen da sind, aber Monster da sind. Wisst ihr, was ich meine? Und hier ist es der Fall, hier sind Monster da, aber hier sind keine Runen. Und das ist zu... Das, wie viel ist das jetzt? Der 6. oder der wievielte Moment? Es ist jetzt der 6. Account und wir hatten, die ersten 2 waren gut, dann hatten wir 2, die, wo da echt schwer war, dann jetzt der letzte, der war wieder gut von den Runen her und jetzt erst, also ja gut, knapp die Hälfte bis jetzt war eher runenlastig das Problem. Ja, also bei dir, ich gebe dir jetzt den Rat, bitte nehmen dir zu Herzen, kümmere dich um Tower, Punkt 1. Punkt 2 ist, farme, was da Zeug hält. Ja, das, also wenn du Spaß haben möchtest in der Welt Arena, musst du es nicht. Da kannst du einfach rumpimmeln. Wenn du was erreichen möchtest, musst du farmen und davon sehr, sehr viel. Wie gesagt, das ist nicht böse gemeint. Monster, wie gesagt, sind fein. Man könnte schöne Teams bauen. Wie gesagt, ich würde Bruiser-Team wahrscheinlich bei dir vorziehen. Wahrscheinlich sogar mit Jamir Leo, ja, Leo, warum nicht Leo Verde oder so einfach spielen, ja? Aber das bringt auch nichts mit den Runen, das ist das Ding, ne? Gut, tut mir leid, aber das liegt wahrscheinlich auch an mir, da muss ich mal gucken, dass ich zur nächsten Season ein bisschen was anders mache. Bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag, haut rein, tschüss.